Die Aktienmärkte starten heute mit einer Rallye und das hat zwei Gründe, meine Damen und Herren. Der erste und wichtigste ist natürlich, heute ist Montag. Diese extrem bullische Tatsache, die ist nicht in Vergessenheit geraten, sodass wir einen sehr guten Wochenstart haben, nachdem der Februar ja nicht so lustig war und vor allem die letzte Woche, so muss es heißen, eher nicht so lustig war. Dazu gleich mehr. Jedenfalls ist das schon mal der erste Grund. Montag, Impfstoffhoffnung, Johnson & Johnson, dieser Wirkstoff ist zugelassen worden. Aber noch wichtiger ist vielleicht doch die zweite Tatsache, nämlich Notenbanker haben ein bisschen Panik gekriegt und es ist Michael Hartnett von der Bank of America, den Sie hier sehen, der den Satz gesagt hat, Markets stop panicking when policymakers panic. Also die Märkte hören auf, Panik zu haben, wenn Notenbanker beginnen, Panik zu bekommen. Und genau das ist heute Nacht passiert. Und zwar in Down Under in Australien, die Royal Bank of Australia hat angekündigt, jetzt die Anleihekäufe zu verdoppeln und kann sogar vielleicht mehr machen. So hat man angedroht, hier Lowy, der Notenbankvorsitzende, der Notenbankchef. Und wir sehen unten die Rendite der 10-jährigen australischen Staatsanleihe, die zuletzt so massiv nach oben geschossen war, jetzt wieder massiv nach unten und zwar sehr massiv, denn wir sehen den zweitgrößten Abverkauf der Renditen, respektive die Rallye der Anleihe. Wenn die Kurse steigen, fallen die Renditen und umgekehrt in den letzten 19 Jahren 27 Basispunkte. Das ist eine Menge Holz. Das ist nur übertroffen worden bei der Bewegung einmal in der Panik der ersten Corona-Welle. Also da ist eine aktive Intervention. Da hat jemand gesagt, es reicht, wir müssen hier jetzt richtig mal etwas tun. Und ich hatte in der letzten Woche gesagt, ja, aber die Gesamtmärkte werden sich erst beruhigen, wenn die Fed etwas tut. Und nach meiner Auffassung werden die Märkte wieder anfangen, die Fed zu triezen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Denn das eigentliche Grundthema bleibt ja bestehen, nämlich die Erwartung von Inflation. Und gegen diese Inflation haben die Notenbanken eigentlich wenig Mittel. Diese Yield Curve Control, also die Deckelung von Anleiherenditen, würde ja bedeuten, noch mehr Anleihen zu kaufen, damit noch mehr Liquidität ins System zu pumpen. Eher negativ, denn das würde die Inflationssorgen ja nicht gerade schmälern. Oder man geht ein bisschen auf die Bremse in Sachen ultralaxer Geldpolitik und das wäre für die Aktienmärkte auch nicht so furchtbar toll. Hier sehen wir mal die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe und wir sehen, das hatte ich auch in der letzten Woche schon gesagt, wir sind da überverkauft gewesen in der Anleihe. Das heißt, da ist mal ein Rückschlag auch zu erwarten gewesen. Dieser Rückschlag ist gekommen, jetzt nicht besonders groß, aber doch der Fall. Wir sehen hier mal den Anstieg in der letzten Woche der Renditen in den USA. Und da sehen wir, da sind wir bei der 5-jährigen vor allem bei doch sportlichen 24 Basispunkten, bei der 7-jährigen 25 Basispunkte, also noch mehr als bei der 10-jährigen, die in der letzten Woche 21 Basispunkte hatte zulegen können. Also es sind die 5- bis 7-jährigen Anleihen, die hier noch massiver unter Druck kamen, die Rallye der Renditen noch stärker war. Das ist genau der Punkt. Und Warren Buffett hat mal gesagt, also Bonds sind jetzt nicht der Ort, an dem man am besten sein sollte. Und wir müssen uns einfach mal vergegenwärtigen, was da passiert ist. Zum Beispiel bei der 30-jährigen Staatsanleihe, die ist 16,3% gefallen, die 30-jährige US-Staatsanleihe, in den letzten 3 Monaten. Und das sind 10 years of coupons, also das sind praktisch 10 Jahre Zinszahlungen, die man da rausbekommen hatte von der Anleihe, die dann eben in dieser kurzen Zeit faktisch vernichtet werden. Und das ist für viele, die sich am Anleihemarkt investieren müssen, wie Vermögensverwalter, wie Pensionskassen vor allem, für die ist das natürlich ein riesiges Thema. Schauen wir weiter. Wir würden eine taktische Pause in dieser Rallye der Renditen jetzt erwarten. So haben es manche schon gesagt, zum Beispiel Goldman Sachs, zum Beispiel Nordea, die sagen, ja, das ist ein bisschen alles sehr, sehr schnell passiert mit den Renditen, dementsprechend ein Rückschlag möglich. Aber das ist temporär, das ist vorübergehend, das wird nicht auf Dauer so sein. Dementsprechend ist die Frage, ist diese Rallye der Aktienmärkte eben von Dauer, haben wir jetzt das Tief schon gesehen? Da würde ich vermuten, der Tumult ist noch nicht vorbei, die Märkte werden wieder die Fed triezen, die ja bisher gesagt hat, ich höre keine Inflation, ich sehe keine Inflation.
Ich spreche nicht über Inflation, aber wir sehen hier den MOVE-Index. Das ist praktisch die Volatilität des Anleihemarktes, ähnlich wie der VIX beim S&P 500. Und das ging sehr, sehr steil nach oben. Das hat eben andere Notenbanker durchaus besorgt. Und wir sehen hier diesen MOVE mal verglichen mit dem VIX. Wenn der MOVE deutlich nach oben geht, dann zieht das auch den VIX nach oben. Dann wird also auch die Nervosität am Aktienmarkt größer. Also diese Nervosität am Anleihemarkt, die strahlt dann praktisch auf die Aktienmärkte mit aus. Obwohl Goldman Sachs gesagt hat, ja, wir kriegen jetzt die Frage, ab wann ist es denn für die Aktienmärkte gefährlich? Auf welchen Niveaus der Renditen wird es gefährlich? Und dann haben wir gesagt, ja, also das ist überhaupt noch nicht gefährlich. Wir haben noch einen Abstand zwischen der Rendite bei den S&P 500 Unternehmen und den Anleihen. Ja, jein, also so ein bisschen ganz kann man dem nicht zustimmen, denn die Dividendenrendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist jetzt schon absolut auf dem Niveau eben der Aktienmärkte. Das bedeutet, die Aktien müssen weiter steigen, um eben dann auch diese Bevorzugung vor den Anleihen zu rechtfertigen, das ist der Punkt. Und wir sehen hier nochmal, wie schnell das alles gegangen ist. So einer der schnellsten Moves seit der Finanzkrise, nur getoppt jetzt eben bei der Paniksituation in der ersten Corona-Welle hier, die Anleihenmärkte. Velocity of the recent move in real yields, also auch die realen Renditen sind hier deutlich gestiegen, was Gold ja unter Druck gebracht hat. Was wir hier sehen, das war eben der Auslöser der echten Panik am Anleihenmarkt, war diese 7-jährige Auktion einer amerikanischen Staatsanleihe mit extrem schwacher Nachfrage, vor allem der Ausländer. Da ist dann plötzlich etwas gerissen am Anleihenmarkt. Da schoss dann die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe auf 1,60% nach oben. Und jetzt gibt es erste Stimmen, die nicht direkt von Verantwortlichen, von politisch Verantwortlichen der Notenbank kommen, sondern von Volkswirten innerhalb der Notenbank, wie hier Mr. Haldane von der Bank of England, der gesagt hat, Inflation is the tiger whose tail central banks control. Das ist sozusagen der Tiger, der jetzt aufgeschienen ist, der plötzlich auf der Bühne ist. Und er sagt, es ist wahrscheinlich schwieriger, diese Inflation zu zügeln, als die Notenbanken sich das derzeit vorstellen und als das derzeit in den Finanzmärkten eingepreist ist. Also hier das erste Eingeständnis, könnte man sagen, Ausgreifen der Notenbank, dass die Geschichte vielleicht doch ein bisschen schwieriger wird, als uns die beruhigenden Worte, vor allem von FED-Mitgliedern, Jerome Powell, Bostic, wie sie alle heißen, die haben in der letzten Woche gesagt, ja, wir haben doch kein Problem, ist doch schick, wenn die Anleiherenditen steigen, dann zeigt das, dass man für die Wirtschaft ein bisschen optimistischer ist, aber das ist natürlich Bullshit. Die versuchten die ganze Geschichte zu beruhigen. Faktisch ist man auch hinter verschlossenen Türen sehr wahrscheinlich auch sehr nervös. So nervös wie eben in der letzten Woche Isabel Schnabel von der EZB, die Deutsche, die gesagt hat, ja, da müssen wir vielleicht mal was tun. Stournaras von der griechischen Notenbank, der gesagt hat, wir müssen auf der nächsten Sitzung was tun. Also da ist man schon ziemlich konkret. Die Australier, wie gesagt, die haben jetzt schon was getan. Die Europäer sagen, wir könnten etwas tun. Und die Amerikaner sagen, wir müssen nichts tun, weil wir kein Problem sehen. So könnte man die Lage zusammenfassen. Aber dieser Stress wird wiederkommen, da bin ich mir relativ sicher. Ähnlich sicher ist es sich auch Sebastian Gailey von der Nordea. Das ist normalerweise eine Frage der Zeit. Immer ein Muster, das man beobachten kann. Wenn jemand ein Problem ignoriert, dann versuchen die Märkte da so lange zu pieksen, so lange hier Stress zu machen, bis dieses Problem anerkannt und dann behandelt wird. Das wird diesmal nicht anders sein. Wird das diesen Donnerstag passieren? Da wird nämlich Jerome Powell bei einer Veranstaltung des Wall Street Journal auftreten. Aber wenn die Märkte im Rallye-Modus sind und die Renditen wieder ein bisschen zurückgegangen sind, dann besteht natürlich auch wenig Anlass für Jerome Powell, hier verbal zu intervenieren. Aber wir sehen, die Fed Funds Futures, die haben jetzt schon mit einer 7% Wahrscheinlichkeit einen ersten Zinsschritt der Fed noch in diesem Jahr, nämlich im Dezember 2021, eingepreist. Und unten sehen wir blau die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe und hier orange sehen wir Kupfer zu Gold. Also Kupfer zu Gold, praktisch ein Inflationsproxy, eine Inflationserwartungsersatz, könnte man sagen. Wenn Kupfer deutlicher steigt als Gold, dann erwarten die Märkte, dass die Konjunktur anzieht, die Inflation dann noch stärker anzieht. Und wir haben eben aufgrund dieser Sorgen, dass letztendlich die Notenbanker die Kontrolle verlieren, denn sie haben jetzt eigentlich nur eine Option, wenn man es wirklich sieht, nämlich dann die Geldpolitik wieder zu straffen. Also praktisch eine Rolle rückwärts zu machen, denn Yield Curve
of Control heißt, wie gesagt, nochmal die Ausweitung der Geldmenge, nochmal die Ausweitung von Liquidität. Wie soll das die Inflationssorgen wirklich bekämpfen? Das kann nicht der Fall sein. Und wir sehen, dass die Märkte da eben reagiert haben. Wir sind in den Februar mit 11 Gewinntagen in Folge gestartet beim Bloomberg World Stock Index und sind dann aber bei acht der neun letzten Handelstage unter Druck gekommen und es sind nicht unerhebliche Verluste, 3,5 Billionen Dollar sind hier ausgepreist worden. Das entspricht etwa dem deutschen BIP, also der deutschen Wirtschaftsleistung innerhalb eines Jahres, die da mal eben schnell zack, wieder ausgepreist wurde. Und ausgepreist ist vielleicht das richtige Stichwort, die sensitivste Stelle des Aktienmarktes in dieser Hinsicht mit steigenden Renditen, die Achillesferse gewissermaßen, das sind die Tech-Werte, eine Apple, die jetzt schon seit Jahresbeginn über 8% verloren hat, eine Amazon über 5%, ebenso eine Facebook, anders eine Alphabet, die deutlich zulegen konnte und auch eine Microsoft, aber auch eine Tesla, oh Wunder, da ging etwas nach unten, Social Media Werte dagegen haben sich diesem Trend entziehen können. Eine Twitter sehr, sehr stark, Snap etc. Und wir sehen Growth gegen Value. Wir hatten die Periode des Growth-Corona-Krise, da stiegen die Tech-Werte, stieg der Nasdaq ins Unendliche. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Jetzt sehen wir zwar heute aufgrund dieser Erleichterungsrallye, dass auch der Nasdaq-Future noch stärker steigt als andere Futures. Aber wie gesagt, das ist vielleicht eine technische Gegenreaktion, die aber doch letztendlich gegen den jetzt bereits etablierten Trend passiert, nämlich dass Value outperformt gegenüber Growth. Wie gesagt, das könnte einfach nur eine technische Gegenreaktion sein. Und hier sehen wir mal den Nasdaq 100 im größeren Bild. Da formt sich potenziell eine Kopf-Schulter-Formation. Und abschließend hier noch, sei mal gezeigt, der Dollar-Index. Der Dollar war ja sozusagen, naja, das Fragezeichen, normalerweise bei steigenden Renditen, dann steigt auch der Dollar. Das hat er nicht gemacht, nicht so wirklich gemacht. Aber so gegen Ende der Woche ist das dann doch passiert. Und der Dollar lässt sich heute nicht unter Druck bringen durch diese Rallye der Aktienmärkte, durch dieses Risk-On. Sehen wir aber noch nicht wirklich jetzt Dollarschwäche, sondern der Dollar hält sich. Der Dollar scheint jetzt zu einer nächsten Attacke zu blasen. Und das auch könnte für die Aktienmärkte dann vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Also, wir sehen jetzt eine technische Erholung. Wir sehen ein Aufatmen aufgrund auch der Aktion der Bank of Australia. Die Frage ist, wie lange geht das? Wohin geht das noch nach oben? Ich gehe davon aus, dass diese Turbulenzen noch nicht vorbei sind, denn die Märkte werden früher oder später letztendlich wieder die Fed attackieren, denn das Problem ist nicht beseitigt. Und solange die Fed sich nicht äußert, wird es auch nicht beseitigt bleiben. Also das wird eine spannende Woche. Heute der ISM-Index um 16 Uhr. Das wird schon ein Hingucker. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start und schauen Sie auf finanzmarktwelt.de. Da werden Sie informiert über die neuesten Entwicklungen. Guten Start in die Woche. Servus und ciao.